Hinter diesen Tüchern befinden sich Gefäße mit hochwertigen Olivenölen. Diese werden während der Krisammesse in der Karwoche zu drei besonderen Ölen geweiht. Das Krisamöl wird bei Taufen und Firmungen sowie Diakon-, Priester- und Bischofsweihe verwendet. Das Katechumenenöl empfangen Gläubige, die sich auf die Taufe vorbereiten. Menschen, die auf dem Sterbebett liegen oder vor einer schweren Operation stehen, werden mit dem Krankenöl gesalbt. Pfarrer Christoph May weiß, was die Öle besonders macht. Die drei Öle werden erst besonders durch die Weihe. Vorher sind es ganz klassische, normale, handelsübliche Olivenöle. Und durch die Weihe steigt der Heilige Geist in diese Öle hinab und Jesus Christus wird durch die Salbung dann auch gegenwärtig. Zum Krisamöl gießt der Bischof noch wohlriechenden Balsam hinzu. Danach haucht er dem Öl symbolisch den Heiligen Geist ein. Bereits im Alten Testament finden die Öle ihre Anwendung, denn dort wurden Könige, Priester und Propheten gesalbt. Das sagt eine besondere Würde aus. Wir Christen bekommen diese Würde mit der Taufe. Wir sollen prophetisch sein, mit einem Weitblick, mit einer Hoffnung. Wir sollen priesterlich sein, das Leben heiligen, es eben nicht einfach selbstverständlich so hinnehmen, wie es gerade kommt. Und wir sollen königlich sein, denn wir haben einen zweiten Namen bekommen, Christ. Christ und Krisam, Sie merken, da steckt die Salbung drin. Nach der Krisammesse werden die Öle an Priester und Vertreter von Gemeinden ausgegeben. Diese bringen die Öle schließlich in ihre Heimatgemeinden.